Wir schauen uns heute die Quest, die abenteuerlustigen Maulwürfe an. Die Quest liegt jetzt schon ein bisschen länger in meinem Inventar rum und ich wollte die jetzt mit euch einfach mal zusammen machen, da ich jetzt übers Wochenende auch auf der Dokumi bin und keine Videos raushauen kann. Genau. Die Quest bekommt ihr hier in der Felsenstadt. Von dem guten Julian. Der hat ein blaues Ausrufezeichen drüber. Über seinem Kopf. Genau. Im ersten Schritt muss man eine Lampe finden. Und die an den richtigen Platz stellen. Genau. Wir navigieren da jetzt mal hin. Hier soll sich diese Lampe befinden. Und dann sollen wir sie an den richtigen Platz stellen. Das machen wir doch jetzt gleich mal. Wir den Gegnern alle vorbeigehen. Ja. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, die Gegner zu machen. Bin gleich wieder da. So, Gegner sind erledigt. Hier ist eine Notiz, eine verschwundene Grubenlampe. Ich kann mich daran erinnern, wie sie sagten, alles soll wieder an seinen rechten Ort. Lass die Sterne zum Himmel zurückkehren. Hinweis der Maulwürfe. Wenn du auf die Grubenlampe in der Umgebung achtest, findest du die Antwort schon selbst heraus. Okay. Hier sollte praktisch diese Lampe. Und die soll an ihren richtigen Fleck. So. Genau. Kiste erledigt. So, jetzt müssen wir wieder zurück zu Julian und ihm berichten. So. Folge dem Inhaltsverzeichnis des Bilderbuchs, um die restlichen Schätze zu finden. So. Wir müssen als allererstes zum abgelegenen Pass. Und uns hier unten auf das Transportzentrum teleportieren. Dann geht ihr praktisch hier entlang. Rechts. Links. Und dann seht ihr hier einmal ein unerwartetes Pergament. Da! Es gibt viele Tische und Stühle im Freiluftcafé, aber nur da könnte sich eine Person verstecken. Wenn du auf die umliegenden Tische und Stühle achtest, findest du die Antwort schon selbst heraus. Die finden wir leicht heraus. So. Ganz einfach nur den Tisch, den Stuhl auf den Boden stellen. So, als nächstes müssen wir nach Niedstadt. Und dort müssen wir. Dort müssen wir zum verlassenen Markt. Ja, war das hier, genau. Und dann könnt ihr hier Richtung Norden laufen. Und dann ist hier direkt ein Hinweis. Regale, Kisten, Orten den Deich. Genau, wenn du auf die Regale auf beiden Seiten achtest, findest du die Antwort schon selbst. So. Regale. Regale, Regale, Regale. Hier, Regal. So, nimm die Kiste oben. Platziere sie oben. Nee. Mitte.
Und schon haben wir die nächste Kiste. So, und für die dritte müsst ihr zur Frontlinie bei dem Sperrgebiet der Silbermähnenwache. Und gleich hier rechts seht ihr schon einen Hinweis an der Wand. Der tüchtige und kluge Soldat überprüft die vier Waffenständer jeden Tag, um sicherzustellen, dass sich an jedem Ständer drei Waffen befinden. Nicht mehr und nicht weniger. So. Wieder den Hinweis bekommen. Und dann müssen wir nach dem Waffenständer suchen. Hier ist es nicht. Hier ist der erste Waffenständer. So, untersuchen. Liegen drei Waffen. So ist es im Buch gedacht. Und genau hier eben nicht bei Gepard. Hier stehen nur zwei Waffen. So. Lege sie auf den Waffenständer. Und dann sollte es noch hier, genau hier gibt es noch einen dritten. Lege sie auf den Waffenständer. Dann gibt es bestimmt noch einen. Diesen drei. Wo ist der letzte? Diesen drei. Ach hier. Ist noch etwas. Da sind drei, da liegt eine daneben. Ich muss mir tatsächlich noch mal hier Ich muss mir jetzt tatsächlich nochmal schnell kurz die Notiz hier angucken. Um sicherzustellen, dass sich an jedem Ständer drei Waffen finden. Nicht mehr und nicht weniger. Okay, hier befinden sich drei. Hier befinden sich drei. Hier befinden sich drei. Aber dann müsste ich hier eigentlich hier, ne? Hier Waffenständer. Eins. Ach. Bin blind. Bin blind. Herausforderung bestanden. Der vierte kleine Maulwurf. So, wir müssen zurück zur Felsenstadt und Julian wieder mal Bericht erstatten. Wo kann ich Nachwort finden? Gut, die abenteuerlustigen Maulwürfe. Weiter geht's. Gib Nicker die Verlegerin die Seite. Meine Hunde bellen. So. Gut, ich denke, damit haben wir die abenteuerlustigen Maulwürfe erledigt und wir hören uns demnächst mal wieder. Bis dahin, ciao.